Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Ich bin der Baume und ich bin definitiv der beste Let's Player hier in diesem Zimmer, in dem ich gerade sitze. Ganz allein. Wie auch immer. Wir machen weiter. Da oben steht, wechsel den Detektivmodus, um die Umgebung zu analysieren. Das machen wir gleich mal. Ja, ach so, ja, hier, okay. Ja, da oben hängt also eine Art Zäpfchen runter, so eine Gurgel, wenn man da dran zieht. Moment halt, da oben, da, wenn man da dran zieht, dann muss die Höhle niesen. So, wir sehen schon, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, hier ist was, so eine Wand, so eine komische, und wir haben ein neues Spielzeug, die Batclaw, jetzt haben wir gleich 3 Fixpunkte, können wir so ballern, und da haben wir da wie so ein Netz, und jetzt können wir übelst kappern. Ich glaube, der Batman, der hat so, echt, also der ist zwar durchtrainiert wie Sau, aber der hat bestimmt so ein kleines Exoskelett in seinem Anzug mit Servomotoren, weil wie kriegt er denn sonst die Kraft hin? Da so eine Wand, egal wie marode die auch ist, einfach wegzuzerren. Ich meine, hallo, das geht doch nicht. Das kannst du nicht bringen. Also so eine Kiste hier, das geht. Aber nur weil man jetzt zwei Haken mehr an dem Ding hat, heißt das nicht, dass es leichter wird, eine Wand wegzureißen. Was allerdings logisch wäre, ist, da das Ding jetzt 3 Haken hat, würde sich unser Gewicht besser auf diese Punkte verteilen. Und man müsste damit eigentlich in den morschen Kanalisationsscheiß, da wo die Batclaw nie funktioniert hat, da müsste man sich jetzt festhalten können. Aber das stimmt leider nicht. Ich hätte es logisch gefunden. Ach, guck mal so schön. Wie hört der Stein aus dem Wasser wächst, ist ein Traum. Ach so, ist das ja herrlich. Ach, guck mal da unten noch ein Loch in der Wand. Da hat bestimmt einer mit dem Schlagbohrer ist er abgerutscht. Aber so einen großen Dübel findest du nicht. So, nun sind wir hier. Wir gucken raus auf die schöne Welt. Aufs Gotham. Gotham glötzen gehen. So, da müssen wir jetzt hin, hä? Das wird ja toll. Also, das wird eine Gleitsession und die ist gar nicht mal so leicht ohne Riddler-Trophäe. Na okay, dann will ich die haben. Dann mache ich es doch. Sonst hätte ich es jetzt sein lassen. Ohne Riddler-Trophäe hätte ich das niemals gewonnen. So, einfach geradeaus. Schnurgerade. Schnurgerade, also so gerade wie es geht. Halt dich bitte fest. Oh Gott, ey. Echt, manchmal gibt es hier so Gleitflüge. Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch einfach nur Zufall ist, wenn man es schafft. Weil irgendwie beim ersten Mal hab ich's nicht. Ich rede schon wieder wie so. Ich weiß auch gar nicht, wie ich rede. Reden, was ist das überhaupt? Ich glaube, ich hab's Reden erfunden. In einer stillen Minute. Hä? Ist da hoch? Ist da hoch? Oder da? Da? Ich guck mal erstmal da oben. Blub. Wer bist denn du? Inwiefern hilfst du mir? Ah! Schau mal einer, guck. Und hier? Und weiter jetzt? Hier gab's doch noch was zu holen. Da bin ich mir ganz sicher, hier gab's noch was zu holen. Gab's bestimmt noch was zu holen. Warte mal, ich gehe wieder runter. Blub. Und blub. Ja, du bist ein Superstyler. Da hast du vollkommen recht, das stimmt. Ich erwähne das viel zu selten. Ah, schau mal einer, guck. Da unten ist ja doch noch was. So, also jetzt mit Anlauf und... Kabawanga. Hat uns das jetzt gerade Auftrieb gekostet? Ich hoffe mal nicht. Ah, cool. Schaffst du? Batman, du schaffst das. Du moonwalkst hier kräftig durch die Gegend. Jetzt hopster einfach hoch. Hopster bitte irgendwie. Ja. Oh, super. Mensch. Scheiße auf die Erdanziehungskraft. Ich renne einfach vor der Erdanziehungskraft weg. Rekordbrecher extrem? Echt? Bin ich schon so der Baus auf dem Haus? Das wusste ich gar nicht. Ich bin anscheinend Rekordbrecher extrem. Das stand da gerade. Da werden sie nicht Unrecht haben. Also ich möchte jetzt hier die Macher des Spiels nicht die Lügner schimpfen. Die werden schon wissen, was sie mir sagen. So, okay. Jetzt können wir ganz hoch. Da lang. Und da lang. So, haben wir eigentlich noch recht wenig von der Batclaw. Kommen wir da eigentlich so mit dem Ding hin? Also eins muss man ihm lassen, diese Gadgets sind einfach der Wahnsinn. Ich meine, scheiß doch mal auf, hier, Superman kann fliegen und Batman, was macht der? Der kann nicht fliegen, aber der kommt trotzdem von A nach B, als ob er es könnte. Es ist geil. Irgendwie ist es echt geil. Und das wird in Arkham City noch viel geiler. Oho. Ach, jetzt sind wir hier? Also hätten wir uns das nicht auch echt leichter machen können? Ach nee, ging ja nicht, weil überall Pflanzen und bla. Scheiße. Das versuchen wir gleich nochmal. Ich glaube, ich bin gerade zu lange rechts an der Wand hängen geblieben und deshalb habe ich ein bisschen Auftrieb verloren. Kann das sein? Da muss ja das Cape so ein bisschen reinklappen. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. So auf den direkten... Und wir schaffen es locker. Locker! Bombe.
Ist echt ein Ding. So, gut, tschüss. Überall diese komischen Pflanzen. Ich weiß gar nicht, wieso jagt Poison Ivy denn ihre Pflanzen überall lang? So, sind hier zufällig wieder irgendwelche Leute... Was ist das? Oh nein. Oh nein. 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 Nein, ich hasse die Dinger. Ich finde die scheiße. Ich würde sie gerne umbringen. Das mache ich jetzt auch gleich. Pass auf. Warten, warten. Und da kommen jetzt zwei raus. Das ist echt ätzend. Ätzend. Hinrennen, kaputt hauen. Schnell, bevor es Eier legt. Ich mag die Dinger überhaupt nicht. Echt gar nicht. Ich finde die so scheiße. Das ist echt kacke. Jetzt kommen da schon zwei raus. Ey, leck mich. Leck mich fett, Alter. Leck mich mit Kehl. Eine Simulation über die Zerstörung durch die Ibis-Pflanzen anrichten würden, wenn sie Gotham erreichen. Die kommen nicht weit. Mein Gegenmittel wird sie und Ivy aufhalten. Ich hoffe, du hast recht. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Und Mushing Time! Immer schön. Batman ist so, hat so einen kleinen Pflanzenfetisch. Kann das sein? Jetzt mal egal, was Poison Ivy damit zu tun hat. Aber wenn der irgendwo so eine komisch eklige Killerpflanze findet, muss der unbedingt wenigstens seinen Finger reinstecken. Wenn nicht sogar den ganzen Arm. Und das hier, das ist das Geilste. Das können wir jetzt auch. Wir können jetzt endlich diese Lüftungsschächte rauszerren. Und das wird... Ach so, nee, Quatsch. Das konnten wir mit der Batclaw ja auch schon vorher. Nur jetzt können wir es irgendwie schneller. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass drei Haken dich irgendwie stärker machen, die verdreifachen deine Kraft nicht. Es ist ja so, dass die deine Kraft gleichmäßig auf das Ding verteilen. Aber insgesamt die Kraft, die darauf lastet, ist immer noch die gleiche. Also irgendwie... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist uncool. Passt nicht. Warte mal, können wir dich eigentlich auch irgendwie... Können wir dich so kaputt machen? Es juckt dich nicht die Bohne, hä? Und wenn wir so machen? Das geht also auch nicht. Gut, wenn wir wissen... Nee, damit kommen wir nicht weit genug. Was haben wir denn eigentlich noch? Den hier. Nee, das bringt's auch nicht. Schade. Nö, dann müssen wir halt einfach mal... Müssen wir wieder davor stehen, warten, bis er schießt. Man muss auch echt warten, bis er schießt. Das dauert zwar lange, denkt man sich jetzt. Aber der schafft das, die Dinger abzuschießen. Ich habe das Gefühl, wenn man auf ihn zugerannt kommt, läuft dieser ganze Prozess einfach mal schneller ab. Als wenn man wartet. Aber man muss warten. Man darf sich echt nicht täuschen lassen. Man muss warten. War hier nicht noch irgendwas zum Sprengen? Sag mal. Ich schätze mal, wenn, dann haben wir es schon. Ja, jeden Fall, übe dich in Geduld, junger Padawan. Die Dinger kriegen wir. Also, ist, man kann es schaffen. War es echt eine Glückssache irgendwie. Es geht, direkt drauf zuzurennen. Oracle, wir haben noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler, irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Ich bin an der Einmündung der Hauptabwasserrohre und sie scheinen titanverseucht zu sein. Wieso? Was macht er jetzt? Ich sehe mal nach. Abfall? Ja, Abfall gehört ins Grundwasser, ganz klar. Haben wir hier alles? So, eigentlich, jetzt mal so vom Logischen her, hier mit der Batclaw, mit drei Punkten, verteilt sich unser Gewicht auf diese drei Punkte. Eine hält ja nicht. Nur noch, um es nochmal gezeigt zu haben. Die rutscht da einfach raus. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Aber hier mit dreien könnte es doch gehen. Dann verteilt sich dein Gewicht auf die drei und pipapo. Hm. Ah, okay. Und jetzt schnell, Moshing Time! Jetzt. Gut. Stomp. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt läuft hier die Brühe lang. Ach, ich weiß wieder. Ja. Ja, sie fliegen. Ja. Ich weiß wieder, wo wir sind. Ich weiß es, ich darf es behalten. Bist du schon in Alarmbereitschaft? Das ist äußerst hässlich. Ich mag dich echt gar nicht, hab ich schon mal erzählt, ne? Ich glaube, wenn die grün sind, brauchen die einfach mal länger. Wenn die rot sind, dauert... Siehst du, da sind sie jetzt. Zack, einer weg. Zack, der andere weg. Und jetzt muss ich aber schnell sein, schnell, bevor die nächsten fertig werden. Ich fang an, die Dinger richtig zu hassen. So richtig intensiv. Das ist wie eine Art Leidenschaft, die zu hassen. Das ist auch eine innerliche Befriedigung. Dieses matschige... zu hören, jedes Mal, wenn wieder eine zersplattert. Das Titanwasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter.
Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Sie dient als... Wart mal kurz. Ich find's total fies, dich im Satz zu unterbrechen, lieber Oracle, aber ich muss mal was gucken. Okay, hier brauche ich die Augen nicht nach Rätseln offen zu halten. Nee, hier haben wir schon alles. Ich brauche mir jetzt hier echt keine Mühe geben. Ein natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Arbeite gefälligst schneller! Huch! Mosching! Siehste, geht nicht. Kannst nicht einfach hinrennen. Das geht nicht. Die machen vor allen Dingen auch richtig derbe Schaden, die hässlichen Kackrabratzen. Ey, hier sind ja doch noch... Hier sind ja doch noch Rätsel. Riddler, du hast mich doch wohl nicht etwa angelogen. Hä? Stellst du dich der Herausforderung? Ja. Das heißt, hier gibt's noch zwei von den Dingern? Abgeschlossen, Riddler, unterirdisches System. Ach du meine Güte, ich hab doch keine Ahnung, weißt du? Na gut, probieren wir's. Hui! Oh, du betrügst auf jeden Fall! Na und du auch! Herausforderung freigeschaltet, Dschungelkampf. Machst du jetzt hier was, du Pflänzchen? So, ich versteck mich jetzt mal einfach, feige wie ich bin. Gut, und jetzt komme ich hier vor und du wirst gemoscht, ne? Aber diesmal zärtlich. Voll inbrünstiger Hassliebe. So, da drüben kommen wir ja nicht hoch. Was sagt er eigentlich? Zeit sagt TikTok. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es drei Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Wir nehmen die Nummer 3. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Ach, Batman, du kannst doch nicht alles beantworten mit... Das wird nicht passieren. Kannst du eigentlich gleich sagen, denn ich bin Batman. Nein, nicht, das ist kein Scherz. Ich will, dass ich jetzt erledigt werde. Du hast ihn gehört. Bist du fertig? Ja, wir laufen mit Höchstleistung. Es pumpt das Zeug literweise raus. Was wird das bewirken? Oh, wen interessiert's? Aber meine Mutter lebt unten bei den Docks. Ich weiß. Das weiß doch jeder. Riddle. Warte mal, haben wir das da schon? Kein Objekt. Gibt's was zu lachen? Ich nehme an, du hast erledigt, was ich dir gesagt hatte. Hoffentlich. Wenn du lügst, krieg ich deine Augen und deine Finger. Verstehst du? Klopf, klopf! Hi! Na, wie geht's euch, Leute? Ach, naja, da könnt ihr euch ja in etwa vorstellen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Den ersten werde ich mit der Bettklau runterziehen, den anderen beiden schmeiße ich Batarang an den Kopf, dann fliege ich da irgendwie rein und dann werde ich ihr Blut trinken. Nein, das wird Joker machen. Ich lasse ihn erstmal liegen und mache sie nur ohnmächtig, dass sie noch warm sind, wenn er dann kommt. So! Okay, was haben wir denn jetzt? Habe ich jetzt den heutigen Tag eigentlich voll? Oder muss ich jetzt noch... Ich muss ja jetzt Buch führen, wie viele Folgen ich führe und ob ich bei einer geraden Anzahl bin, damit es für einen Tag reicht. Ich glaube, 2 kann ich noch aufnehmen. Das ist dann ein Freitag. Haben wir heute Donnerstag? Kannst ja mal schreiben, was für ein Tag gerade ist, wenn du das guckst. So kann man auch seine Zuschauer dazu zwingen, Kommentare zu schreiben. So à la Saraza. Schreib's doch mal in die Kommentare. Ja, okay, was soll's. Ich will jetzt nicht lästern, ich will mich eigentlich nur verabschieden. Ja, das war's mit Mücke! Entschuldigung, sobald ich die Biester sehe, muss ich sie umbringen, weil du findest die sonst nie wieder. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin sage ich, ich bin der Baume, Mückenjäger, der Pro! Auf Wiederschauen und reingehauen.